Hallo aus Norwegen. Mich haben viele Fragen von Freunden und Bekannten und von dir erreicht zum Thema Auswandern. Zuerst von Deutschland nach Gran Canaria und dann schließlich von Gran Canaria nach Norwegen. Über dieses Thema möchte ich in einer kleinen Videoreihe hier sprechen. Vor allem im deutschsprachigen Raum beschäftigen sich ja viele Leute mit dem Thema Auswanderung. Es ist wohl einfach zu schön im besten Deutschland aller Zeiten und da möchte ich meine Erfahrungen, Tipps und ein paar Ratschläge mit euch teilen. Für all diejenigen zur Info, die hier zufällig gelandet sind. Ich bin Deutscher, ich bin 2010/11 zum Jahreswechsel nach Gran Canaria ausgewandert und 2021/22, praktisch 11 Jahre später, nach Norwegen. Ich bzw. wir, meine Partnerin, meine Familie, sind hundertprozentige Auswanderer. Das trifft sicherlich auf die meisten von euch zu. Das heißt, wir haben keine Familie oder Bekannte vor Ort, kein Haus oder Wohnung anderswo geerbt. Noch haben wir einen Zweitwohnsitz in der Ex-Heimat Deutschland. Wir finanzieren uns komplett selber. Wir sind keine YouTube-Influencer oder von irgendeinem Reiseveranstalter finanziert. Wir haben keinen Asylantrag laufen, aber wir sind auch keine Millionäre. Das heißt, wir haben 100% alles selbst organisiert und bestreiten unser Leben komplett selber. Und das möchte ich euch zeigen, wie das so gelaufen ist und wie es hier in Norwegen jetzt läuft. Wenn euch das Thema interessiert, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, stellt gern eure Fragen in die Kommentare, ich versuche sie zu beantworten. Wir sind auch dankbar für Ratschläge, die ihr habt. Und die erste Frage, mit der ich mich im nächsten Video beschäftigen möchte, die meistgestellte Frage ist, warum seid ihr von Gran Canaria abgewandert? Denn Spanien ist ja schließlich eines der Hauptauswanderungsziele vieler Deutscher. Pro, aber auch Contra werde ich in meinem nächsten Video besprechen. Die Videos zum Thema Auswandern stelle ich in einer eigenen Playlist ein. Mein Kanal, der dreht sich hauptsächlich um das Angeln. Wen das nicht interessiert, der kann direkt in diese Playlist klicken und die entsprechenden Videos finden.